In dem heutigen Video reden wir über den MSCI World. Wir reden darüber, wie er aufgebaut ist, welche Dividendenrendite er hat, was für ein KGV, welche Länder sind enthalten, was für eine Performance er in den letzten Jahren gemacht hat und die Vor- und Nachteile des MSCI Worlds. Grüß dich, ich bin Tommy von Mein Finanzmarathon und mit meinem Kanal möchte ich dabei helfen, dass mehr Menschen in Deutschland unabhängiger von der staatlichen Rente werden und auch unabhängiger von Bankern. Der MSCI World. Wofür steht eigentlich MSCI? MSCI steht für Morgan Stanley Capital International. Die sind der Finanzdienstleister, die den MSCI World kreiert haben. Der MSCI World beinhaltet über 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Und damit beinhaltet der MSCI World 88% der gesamten Marktkapitalisierung der Welt. Die Daten, die ich euch jetzt präsentiere, sind von MSCI selber und sind von Ende Juli 2018. Schauen wir uns mal die Länderverteilung an. Hier sehen wir, dass Amerika einen sehr großen Anteil hat. Mit 60,9% machen sie schon ein ganzes Stück aus. Was man aber bedenken muss, dass es ja nicht so relevant ist, wo die Unternehmen herkommen, sondern wo sie ihre Profite machen. Und Unternehmen wie Apple, Walt Disney oder Johnson & Johnson machen ihre Gewinne ja auch auf der ganzen Welt und nicht nur in Amerika. Nach der USA kommt Japan mit der größten Marktkapitalisierung. Japan macht 8,39% aus. Dann kommt auch schon das erste europäische Land mit Großbritannien. Sie umfassen 6,31%. Ganz vorne in der Branchenverteilung ist die IT mit über 18%. Danach kommen die Finanzdienstleister mit knapp unter 17%. Und dann Healthcare mit knapp 12,5%. Das größte Unternehmen zurzeit ist Apple. Hier seht ihr, dass Apple noch eine Marktkapitalisierung von 960 Milliarden US-Dollar hat. Mittlerweile hat Apple aber die Schallmauer von 1000 Milliarden übertroffen. Hier hatten sie noch einen Anteil von 2,34%. Dahinter kommen die Giganten Microsoft, Amazon und Facebook. Das erste europäische Land ist Nestle auf Platz 14. Die haben schon eine Gewichtung von 0,61%. Das erste deutsche Unternehmen ist SAP auf Platz 60 und eine Gewichtung von 0,27%. Kommen wir zu den Fundamentaldaten. Der MSCI World hat momentan eine Dividendenrendite von 2,36% und ein KGV von 19,87. Zu der Index-Performance in Gross Returns, sprich Bruttoertrag, haben wir folgende Daten. In den letzten 3 Jahren hätte man knapp 9,5% pro Jahr mit dem MSCI World gemacht. In den letzten 10 Jahren wären es 7,46% gewesen. Hätte man 1987 in einen MSCI World investiert, hätte man eine jährliche Rendite von knapp 8% gehabt. Nicht schlecht. Sprich, aus 10.000 Euro wären knapp 110.000 Euro geworden. Kann man machen. Auch wenn der MSCI World eine gute Risikoverteilung hat, hätte man doch einen langen Atem in der Finanzkrise gebraucht. Der MSCI World ist vom 31.10.2007 bis zum 9.3.2009 gefallen. Erst dann hat er umgedreht und ist wieder nach oben geschossen. Also mit dem MSCI World habt ihr schon eine sehr gute Risikoverteilung und ihr seid auch sehr gut diversifiziert, was Branchen angeht, aber auch Länder. Der MSCI World hat aber zum Beispiel nicht alle Länder. Wie gesagt, sind es ja nur die 23 größten Industrieländer und China ist nicht dabei. China gehört momentan noch zu den Schwellenländern. Es gibt aber auch ein MSCI All World Country. Der hat auch die Schwellenländer drin zu 10%. Dazu mache ich auch noch ein Video, das ihr dann hier finden werdet. Und so wie alle Assetklassen, die mit Aktien zu tun haben, schwankt auch der MSCI World. Oder hat eben wie 2007 einfach mal 2 Jahre, wo er strikt runtergeht. Außerdem plane ich ein Video, den MSCI World mit dem MSCI World All Country zu vergleichen. Das findet ihr auch dann entsprechend hier oder aber unten in der Videobeschreibung. Falls ihr noch nicht abonniert habt und weitere solche Videos sehen wollt, direkt mal abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein paar gute Investitionen. Ciao!